Das ist mein ganzer Rat, sind Sanchos. Und sie geben mir alle Werte, Boni. Zu viele. Herzogtümer immer noch. Hohe Bildung, schüchtern ist auch gut. Nice. Dann haben wir jetzt einen guten Hofrat. Vielen lieben Dank für die Empfehlung. Jetzt kann ich ein Artefakt in Auftrag geben. Ich brauche nämlich eine neue Rüstung. Jawohl, wieder Geld vom Glaubensoberhaupt. So wie ich mir das wünsche. So. Jetzt müsste sie doch eigentlich endlich... Oder ist jetzt einfach schon wieder in meinem Gefängnis? So, die hasst mich mittlerweile. Dir wird jetzt dieser Titel aberkannt. Es reicht einfach. Das war jetzt einfach zu oft... Das war jetzt einfach zu oft. Ich habe so viele Leute in meinem Hof. Okay, jetzt geht's hier zur Sache. Der da zuerst, weil der ist der beste Befehlshaber. Und jetzt könnten wir in dem Gebiet einen Kriegsorden gründen. Das fehlt uns auch noch. Das müssen wir auch einfach noch machen. Ein Gemetzel. Irgendwie lässt er mich manche Sachen nicht anklicken gerade. So, und was fehlt mir jetzt? Ich bin nicht gläubig genug für einen Kriegsorden. Ja, dann gehen wir auf eine Pilgerreise. Das habe ich auch gerade gemacht. Und dann auf nach Jerusalem. Da hat mich die Pilgerreise so viel Geld gekostet, dass ich den Papst anbetteln musste für Glauben, für Gold und habe dann Teil des Glaubens wieder... Es war immer noch positiv. Ich habe von beiden kriegst du ja immer mehr, als du ausgibst. Aber es war nicht ganz so effizient, die Pilgerreise, wie ich das gerne gehabt hätte, sagen wir so. Geil. Wegen Haus Senex. Das bezieht sich dann aber aufs Reich, oder? Hab's nie probiert, aber ich denke, das würde dann trotzdem als eigenes Kind weiterspielen. Mm-mm. Du spielst immer mit deinem Haupterben weiter. Und das heißt, du spielst dann mit dem Opa aus deiner Dynastie. Ja. Halt. Du hast dich ja auch Gott abgewandt und dich der sündigen Mode verschrieben. Was für sündige Mode? Mein Bruder, der Ehebrecher. Was hat er getan? Naja, seine Ehe gebrochen. Das geht ja gar nicht. Bist du denn sehr gläubig? Ist das ein Problem mit der Ehe? Naja, gut finde ich es nicht. Das verstehe ich. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Was, ein Ehebrecher, der seine Ehe bricht, wie unerhört, ja. So. Und jetzt einen Kriegsorden gründen.
Der Schuft. So. Kriegerorden gründen. Da ist es jetzt. Der Deutschkriegerorden. Kathole, bei mir steht, da steht Deutschkriegerorden dabei. Ja. Ja. Sehr schön. Dann haben wir jetzt auch einen. Hast du euch schon mal erzählt, wusstest du, dass es einen Kreuzritterorden tatsächlich heute noch gibt? Nee. Der Malteserorden existiert tatsächlich noch und gilt offiziell als eigene internationale staatsrechtliche Entität mit eigener Währung und eigenem Bürgertum. What? Der hat nur 3 Bürger. Die anderen sind nur Mitglieder des Ordens und freiwillige Helfer. Aber tatsächlich kannst du Staatsbürger des Malteserordens sein. Und die Währung, die du dann benutzt, ist der maltesische Scudo, der irgendwie 1700 die Währung von Malta war, als der Orden dort geherrscht hat. Und das geht zurück auf den Hospitallerorden, glaube ich, von damals. Und du kannst, also theoretisch, kannst du tatsächlich anstreben, dein Leben darauf auszurichten, Großmeister eines echten, authentischen Kreuzritterordens noch zu werden, wenn du möchtest. Das ist eine Position, die man haben kann im Leben, die gibt's noch. Das ist so absurd. Und ich wäre das sehr gerne. Und tatsächlich, die werden, soweit ich das weiß... Und ich wäre das sehr gerne. Ja, natürlich. Und weil es jemand gerade schreibt, soweit ich weiß, ist tatsächlich so, dass die heute hauptsächlich... Sie haben auch, glaube ich, auch noch eigene Soldaten, aber die werden hauptsächlich, also fahren Hilfseinsätze in Kriegsgebieten, soweit ich weiß. Da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Es wird gerade geschrieben, es gibt sogar noch mehr als einen Orden, der tatsächlich existiert von damals. Vielleicht weiß da gerade noch jemand mehr. Ich fand einfach nur die Tatsache, dass es wirklich noch einen Kreuzritterorden gibt, dessen Großmeister man werden kann, theoretisch. Ist schon krass. Faszinierend. Dankeschön, Viva Con Basti, für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Muss ich dafür gläubig sein, fragt der Chat gerade. Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schon oder zumindest sehr glaubwürdig so tun können. Hey, das müssen wir doch jetzt gewinnen hier. 8000 gegen 5000. Knapper als es sein sollte hier. Notfalls müssen wir tatsächlich jetzt einen unserer Kriegerorden rufen. Wir haben ja genügend mittlerweile. Ja, eben, eben. Aber ich glaube, wir schaffen es, wenn auch so knapp. Hier nochmal einen Herzogtitel abgegeben, bevor wieder alle am Jammern sind, dass ich zu viele Titel habe. So. Und dann wird es Zeit, mir dieses restliche kleine Ding hier zu holen. Ja, auch noch Verbündete. Klar. Das ist eigentlich lächerlich, dass wir es noch nicht geholt haben. Wir haben sie zerschmettert in alle Himmelsrichtungen. Ich doch keine Verbündeten gebraucht, aber es sah jetzt gerade etwas knapp aus.
Okay, dann haben wir ja jetzt mal hier den Süden geholt. Und dann wird es ja Zeit, Sichil Mazid einzunehmen, weil ich will ja auch noch Kaiserin werden. Sichil Mazid nochmal? Ich sehe das gerade gar nicht. Kleiner Tipp, es ist sehr groß. Ich schaute in Iberien, meine liebe Pia. Fürwahr! Ja, anders geht das mit der meiner Erbschaft hier nicht. Hier stehen noch 4000, ich habe es auch gerade gesehen. Ja, dann hätten wir es auch gerade leichter gewinnen können. Ja, das war natürlich alles beabsichtigt und geplant. Wir haben ja eh gleich diesen Krieg gewonnen. Haut ihr hier mal ab. So, also sie ist eine gute Verwalterin geworden, die ehemalige. Das wäre echt eine tolle Königin gewesen. Rundum anständige Person, die ich da erzogen habe. Alter. Ich habe nicht zugetraut, weil eine gute Verwalterin, demütig, großzügig, mit mir befreundet auch noch. Das hätte alles funktioniert. Herzogin Uraka von Essex. Tut mir jetzt ein bisschen leid. Ja, warum hast du sie denn nicht gelassen? Ich hätte sie dann auch Diplomatie umstellen sollen. Sie ist jetzt Verwalterin geworden, aber da ist sie ja auch gut drin. Ja, ich wollte halt das Risiko. Nach meinem Sohn wollte ich das Risiko nicht mehr eingehen. Weißt du? Ich wollte mich nicht darauf verlassen, dass ich da jemandem zum rechten Wege erziehen kann. Kriegt die zumindest jetzt irgendeinen anderen Titel? Ja, die ist ja schon Herzogin von Essex. Okay, immerhin. Das ist sie ja geblieben. Immerhin. Aber warum hast du denn mit meiner Tante noch keine Kinder bekommen? Liebt die dich nicht? Macht ihr keinen Bumsi? Das bitte was? bitte was? Ich frage ja nur, ihr seid ja jetzt schon ein bisschen länger verheiratet. Ich meine, die sind auch schon 34. Ja, ich hatte andere Probleme. Ich hatte andere Probleme. Andere Pia. Probleme als Snoo-Snoo? Ich bin verwirrt. Was sollen das für Schau Probleme? Dir die vielen Kinder. Na, kannst du es ihm verübeln, dass er nach dem, was mit seinen ersten beiden... Mein einer Sohn hat meinen anderen umgebracht und dann habe ich den ersten als Strafe zu Tode gefoltert. Kannst du es mir verübeln, wenn mehr Söhne vielleicht nicht ganz oben auf der Prioritätenliste von König Sancho, dem Retter Gottes, Rächer Gottes steht? Also... Naja, man muss an der Stelle halt auch verstehen, dass sie ja auch Töchter zur Welt bringt. Das stimmt, ja. Das ist wahr. Eben. Hab Vertrauen in die potenziellen Töchter. Vor allem, Pia, kann ich nun ein neues Großreich gründen. Hast du es geschafft? Ja. Sehr cool. Da bist du ja jetzt ein Kaiser. In der Tat. Ich habe die Lande von Aragon mit denen von England und Valencia versammelt. Alter, du, das Franzien braucht schon wieder meine Hilfe. Warum bin ich das überhaupt jemals eingegangen? Seht! Das Kaiserreich Aragon. Oh. Mal, der Dude aus Franzien hat mich in den Krieg gegen dich gerufen. Nee, Blödsinn, What? Das ist nicht in den Krieg gegen dich, aber du bist mit dem Gegner verbündet. Wer ist es denn? Stimmt, ja, der Genua-Typ. Schwierig. Franzien. Ja, wir halten uns einfach beide raus, I guess. Ja, würde ich auch sagen. Das ist ein deren Problem, würde ich sagen. Ich
Ich müsste auch mal kurz aufs Klo und würde mir noch einen Kaffee machen. Jawohl, dann lass uns gerne pausieren, okay, dann gehe ich auch schnell Pipi machen. Jawohl, dann bis gleich. Bleib da, die Abenteuer des Kaiserreichs von Aragorn und des Königreichs der Mode gehen gleich weiter. Ich war ein bisschen schade, dass ich keinen eigenen Namen auswählen konnte, als ich das gegründet habe. Du kannst habe. Das dachte, immer noch umbenennen. Das machen wir vielleicht auch noch. Aber lieber Chat, brainstormt schon mal, was wäre ein guter Name für das Kaiserreich. Und dann sind wir gleich wieder da. Dankeschön an der Stelle auch Viva Con Basti für den Sub. Das ist sehr nett. Dankeschön. Dankeschön Schrotinski auch an der Stelle. Ich bin gleich wieder da. Ich muss ganz dringend Pipi machen gehen. Wir sehen uns gleich wieder. So. Da bin ich wieder. Dankeschön Turtle Squad und Dankeschön Daichan. Vielen lieben Dank. Oh, bin ich wieder. Maurice ist, glaube ich, noch nicht wieder da, oder? Nö. Dann unterhalte ich euch jetzt ganz kurz alleine. Na. Wie fühlt es sich so an, heute zuzugucken? Ich hoffe, es passt inhaltlich in eure Erwartungen. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht so grausam geworden bin, wie ich eigentlich vorhatte. Aber das ist echt schwer, das RP technisch umzusetzen, wenn deine Charaktere einfach nicht grausam sind. Es kommt übrigens alles auch uncut auf dem YouTube-Channel. Ich habe eine eigene Playlist schon dafür gestartet. Da sind die ersten zwei Folgen sind schon live. Und ich glaube, morgen kommt noch eine. Da kommt recht viel jetzt dazu. Mega entspannt, ja geil. Sehr, sehr cool. Und heute ist dann das Ende davon. Und nächste Woche geht's dann los mit Immortal Empire. Darauf freue ich mich auch schon extrem. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr cool werden und sehr viel Spaß machen. Ja, aber es kommt ja immer wieder was Neues bei Crusader Kings 3. Also das wird nicht das letzte Ding sein, das wir zusammenspielen. Da kommen ja immer wieder neue Sachen, neue Projekte. Immortal Empire, das ist nächste Woche quasi der Multiplayer von Total War Warhammer 3, der kommt. Hallöchen, hallo. Also die große Multiplayer-Map quasi. Ich bin bereit. Jawohl. Wundervoll. Dann lese ich jetzt mal ein bisschen durch, was der Chat sich so ausgedacht hat. Ach, an Namen. An sonderbaren. Also Kaiser, ey, holy shit. Fragwürdigen Ideen. Das ist halt so gut für mein Bekanntheitslevel. Ich habe zwei Kaiser durch Heirat. Stimmt, stimmt. Das ist großartig. Und meine Schwester wird auch Kaiserin werden. Es wird eine wunderschöne Kaiserin werden, die ist richtig hübsch. Also ich finde, da ist das Charaktermodell auch einfach sehr, sehr hübsch. Ja, du hast ja dadurch, dass du deine erste Herrscherin tatsächlich auch ihr ein schönes Charaktermodell gegeben hast und nicht nur die Eigenschaft schön, ist deine Dynastie allgemein recht ansehnlich oft. Ja, danke schön. Wir bemühen uns, ansehnlich zu sein. Ja. Sancho Kistan wird gesagt? Nein. Das geweihte Land, Reich der himmlischen. Gibt noch kein Datum dafür, Kenny. Das Himmelreich des Mauritius ist ein Klassiker, liebe Leute, das stimmt. Das Himmelreich des Mauritius würde ich sehr cool finden. So habe ich damals meine Religion im ersten Sith-Gipfel genannt. Deswegen ist das tatsächlich ein wertvoller Running Gag. Noch lange bevor ich Streamer war von mir auf Twitch. Von daher, ja, es ist eigentlich. Ne, aber es gibt ja keinen Mauritius diesmal, ne? Weil Sancho ist eigentlich. Ich überlege halt, ob ich es irgendwas im Sinne von eher. Der also Papst eher so mag mich auf 100%. Ja, voll gut. Warum? Äh.
Ach, da wurde aber der Krieg hat sich selbst erledigt, indem wir beide drin waren, weil der eine Typ einfach gestorben ist. Ich verstehe nicht, warum da jetzt steht, dass Samuel nicht mein Haupterbe ist. Es ergibt keinen Sinn. Der ist mein Spielerbe und er ist mein designierter Nachfolger. Und er ist mein ältester Sohn und das Spiel sagt mir, er ist nicht mein Haupterbe. Warum? Was will das Spiel mir sagen? Ich verstehe es nicht. Hilfe. Das ist eine gute Frage. Oh lol. 45% der Liebe, die der Papst für mich hat, hat er vor allem deswegen, weil meine Hofpracht so gut ist. Ja, ne, die Kirche war halt nicht nur eine rein geistliche Institution. Kann man eventuell den König... Ah, wegen dem König der Mode. Weil der nicht an ihn vererbt wird. I see. Das heißt, er bekommt dann unter Anführungszeichen nur Galizien, aber nicht den Haupttitel. Mm. Und den kann ich nur zur Wahl rausgeben, den König der Mode. Der kann nicht anders vererbt werden. Was auch irgendwie schön ist, dass der ja. König der Mode, der geht halt an den, der wirklich am prächtigsten gekleidet ist. Dankeschön, Chat, für den Hinweis. Ich finde, das hat was. Ja, auf jeden Fall. Schon sehr prächtig. Nachfolge müsste, genau, der Sancho, der Unbesiegbare, kriegt alles, wenn ich sterbe. Das ist sehr, sehr gut. Ich muss Kaiser werden, sonst habe ich mit meiner Nachfolge Probleme, weil mein kleinerer Bruder jetzt an der Stelle hier schon Graf ist. Ich könnte den maximal noch Das ist bitter. Die Königin von England, mit der ich befreundet war, will jetzt nicht mehr mit mir befreundet sein. Wir haben uns auseinandergelebt. Und ich kann sagen, aber denk doch an all die schönen Zeiten. Alter. Ja, weißt du noch, als ich deine Schwester ermorden ließ, dich erst mit meinem Sohn verlobte, dann das Bündnis brach, weil ich jetzt einen Anspruch auf dein Reich hatte und dann das Reich selbst geholt habe. Weißt du nicht mehr all die schönen Zeiten, die wir hatten? Es war doch so schön. Das klingt so furchtbar. Das klingt so furchtbar. Warte, ich muss jetzt wirklich hier mal... Herzogin Uraka von Essex, da ist sie. Ich muss da jetzt mal irgendwas noch geben. Ich kann doch noch Herztitel schaffen hier in der Nähe. Wow. Das Spiel sagt mir, ich könnte dich vassalisieren. Mich? Ja. Ein benachbarter Herrscher, König Flein, der König der Mode, wünscht sich mehr Schutz und Nein. würde eine Vassalisierung akzeptieren. Hä? Ist dem so, Pia? Nein, ich wünsche mir nicht mehr Schutz. Warum sollte ich mir mehr Schutz wünschen? Aber ich kann dich sowas von beschützen. Ich brauche keinen Schutz. Das wird der krasseste Schutz, der dir je geschützt wurde. Unsere Armeen sind ebenbürtig. Aber der krasse Schutz, Pia, denk doch an den Schutz. Ich will keinen Schutz. Ich verstehe das gar nicht. Niemand wäre je so geschützt worden. Jetzt wird mein Schutz in Zweifel gezogen. War mit der Engländerin ja auch sehr effektiv, oder? Was wird denn das jetzt? You are being rescued. Please don't resist. Du bist da aber schon ziemlich weit unten in meine Ecke gerade abgebogen, ne? Also das ist aber keine faire Halbteilung, wenn du da jetzt Labla auch hast. Das stimmt. Ich kann dir unabhängig machen und dir einen Weg da nach unten bahnen. Ich musste ja nur Leute einnehmen, um halt genug fürs Großreich zu haben. Ich habe einfach vassalisiert, was da war. Alles gut.
Aber ich fand's sehr lustig. Auf ja, jeden Fall. Nee, es ist tatsächlich, wenn du ja vor allem noch Sitz-Schilmer-Sied willst, dann kann ich dir gerne einen Weg nach unten lassen. Ich war einfach nur ein bisschen irritiert, weil wir ja das schön aufgeteilt hatten. Und dann bin ich auf dem Klo, guck zwei Sekunden nicht, komm zurück und plötzlich bist du dreimal so groß. Ja, ich meine, also ich kann dir, der Chat sagt, gib ihr die Ländereien im Gegentausch. Dankeschön, für Anna, für die 6 Monate und ganz viel Spaß für weiterhin. Mein Chat ist ganz schlimm. Warum sollte ich das wollen? Ja, wegen dem Schutz, Pia. Ich brauche keinen Schutz. Ich will, dass meine Tante, die mit dir verheiratet ist, noch eine Tochter kriegen darf. Die arme Frau. Ich werde sie versuchen. Ach nee, klar. Du bist zölibatär. War das nicht da? War da nicht was? Ja. Ich wollte sie gerade verführen und habe gemerkt, oh, dass ihr keine Kinder habt, liegt an dir? Ja, ja, ach, das ist, Schuld ist ja auch so ein abstraktes Konzept manchmal und, Oh, meine Frau hatte eine Fehlgeburt. Tot im Kindsbett. Siehst du, sowas kann mir nicht passieren. Alter. Dankeschön, hallo Louis, ja. So und alle super, ja, danke schön. In den Krieg rufen. Ja. Kommen wir da gleich helfen. Zölibat ist auch mein Wunschdenken, dass umgesetzt wird. Die sind seit 20 Jahren verheiratet und haben kein Kind bekommen. Also der hat sich gut daran gehalten. Wahrscheinlich sogar zu gut. Ja. Was ist hier eigentlich? Da hielt was. Naja, nee. Nein, ich werde nicht mit seiner Ehefrau schlafen. Das ist meine Tante, Chat. Chat manchmal ein bisschen seltsam. Das stimmt, das stimmt. Dafür bin ich jetzt ein weiser Mann geworden. So, aber der Chat hat eine gute Idee jetzt für das Kaiserreich. Warum ist es umgekehrt? Manchmal gibt es umgekehrt ein. Das ist etwas nervig. So. Mach eine mystische Kommunion. Schau, Pia, neben dir ist das Kaiserreich der Schutz. Und es ist Schutz und Mode. Die Reiche Schutz und Mode nebeneinander. Das ist ein bisschen albern. Ich fühle mich verarscht mit meinem Titel. Ich habe das Gefühl, du nimmst das nicht ernst. Du nimmst meinen Titel nicht ernst. Ich weiß gar nicht, warum. Hallo Maxo. Das Protektorat wäre noch eine etwas bessere Variante. Protektorat ist so viel besser. Bitte nenn es um. Ja, das stimmt, das stimmt. Protektorat klingt richtig gut. Das klingt auch einfach wie eine Sekte. Ja. Sehr gut. Das ist Oswald, das war eine gute Idee, das ist nochmal bescheuerter.
Ja, jetzt kann sich mein Kaiser endlich mal drauf ausruhen, dass er wirklich, er hat alle Verbrecher, alle Schurkerei, hat alles ausgemerzt. Es gibt nur noch das Protektorat, es gibt nichts anderes mehr. Es gibt einen einzigen Sohn, der hat auch keinen Anlass, die anderen umzubringen, weil es nur ihn gibt. Sancho, der Unbesiegbare, wird das Protektorat allein erben. Er muss jetzt niemanden... Ich hoffe, er bringt jetzt nicht seine Schwestern um. Ich hoffe es wirklich. Oh Gott, vorher ist eine Schwester von mir gestorben. Ich glaube, ich sollte nochmal Geheimnisse aufspüren. Warum sind die bei dir so schurkisch? Ich weiß es nicht. Sancho, der Luxuriöse, du wirst finden, wenn es hier was gibt. Bei mir ist alles so entspannt. Jetzt hier Cornwall-Grafschaften bekommen. Ich sag nichts dagegen, aber... So, wir werden langsam sehr groß. Fast die Kaffeetasse gerade runtergefallen. Das wäre sehr albern geworden. Ja, es tut mir leid, dass ich deine Schwester jetzt in eine zölibatäre Hochzeit gelockt habe. Unter falschen Vorgaben. Passiert. Passiert. Das, was ich eher sehe und was mich so ein bisschen stresst, ist, dass mein jüngerer Sohn, der zweitälteste, der hat jetzt halt einen Herzogtitel, aber der hat auch Anspruch auf einen Königstitel. Und der würde halt das Königreich von Kastilien erben. Aber ich will nicht, dass er das Königreich von Kastilien erbt. Dann spaltet sich das in der Mitte, mein Reich, so blöd ab. Das wäre halt mega dumm. Und das Problem ist, dass der aber da drin jetzt auch schon Herzogtitel hat. Das heißt, ihm einen anderen Königstitel zu geben, würde das Problem nicht lösen. Jetzt bin ich die ganze Zeit im Überlegen, was ich mache, ob ich den enterbe. Ich will den eigentlich nicht enterben. Aber ich will auch ehrlich nicht, dass der Kastilien erbt. Der Jüngere wird einfach quasi zu einem kleinen Mönch gemacht. Das passt ganz gut. Aber der ist eigentlich... Ich werde den zum Wohle des Reichs, glaube ich, enterben. Aber erst, wenn er älter ist. Oder ich könnte auch den Ältesten übergehen. Ich könnte auch den Ältesten... Ich könnte auch den älteren Samuel in einen Kriegerorden schicken und den jüngeren zu einem Dings machen. Das könnte ich auch machen. Wäre ein bisschen eine alternativere Lösung, aber warum nicht? Oder? Ich finde, also ich habe ja häufig schon... alternative Lösungen praktiziert heute. Ich finde das gut. Schon? Findest du albern, dass du nur begrenzt viele Herzogtümer halten darfst, aber so viele Königreiche, wie du willst? Da sagt niemand, das ist irgendwie komisch. Ich habe jetzt auch noch das Königreich Andalusien geschaffen. Und ja, Chat, ihr habt schon recht. Also die irische Frage müsste eigentlich noch geklärt werden. Weil das ist schon ein bisschen, und auch die divalisische Frage, das ist ein bisschen ein Schandfleck hier eigentlich.
aber andererseits habe ich auch so aus Zornessicht jetzt gerade keinen Grund mehr. Mein Typ hat ja nicht, man muss es ja tatsächlich nochmal festhalten, er hat ja wirklich eigentlich nie aus Ehrgeiz oder Geldgier oder so erobert. Es war immer aus Zorn und Rachedurst. Und es wurde ihm immer mehr angetan, Unrecht, dass er vergelten musste. Aber jetzt, die Schotten und die Iren und die Waliser scheinen anständige Leute zu sein, soweit. Ich muss irgendeinen von meinen Söhnen enterben. Ich habe jetzt einfach zu viele. Also der eine... Boah, das wird sich alles zerreißen. Das wird sich alles zerreißen. Wenn du erobern willst, um Kaiserin zu werden, kann ich den einen Typ da unten unabhängig machen, dass du ihn angreifen kannst. Ja. Das hilft. Das ist dann immer so blöd, ne? Wenn dann alles hier so groß wird und all das. Eigentlich will ich ja gar kein Kaiser werden. Ich will ja nur meine Erbschaft lösen. Ich will ja nur meine Erbschaft lösen und in meinem prächtigen... Oh, ich bin fettleibig geworden. Das gefällt mir nicht. Das ist für den König der Mode inakzeptabel. Das ist, wir machen Sport. Ja, mit 32 das geht fettleibig nicht. Geworden. Nee, das geht ja gar nicht. Ach, ich habe gerade, glaube ich, die falsche Kameraposition. Kann das sein? Jetzt seht ihr auch das Jahr bei mir. Wir sind genau im Jahr 1200. Oh, Genghis Khan. Aber der wird nie zu uns kommen. Sagte er jetzt. Aber hattest du wirklich schon mal Probleme mit Genghis Khan? Bei mir versandet der eigentlich fast immer, was ich ein bisschen schade finde. Ich war ja sogar schon mal, hab ja einen Jerusalem-Run mal gemacht und nicht mal da ist der hingekommen. Oh, inzwischen gibt's wieder ein katholisches Königreich Jerusalem. Aber ich glaube, nicht aus der Dynastie, die wir damals dahingesetzt haben. Irgendeine andere. Aber jetzt hat jemand ganz Jerusalem. Aber es ist ein Katholik. Das ist interessant, es ist ein katholischer Araber, der sich jetzt Jerusalem geholt hat. Faszinierend. Ja, schickt mir Geld. Wie das Spiel mir immer sagt, es ist immer noch überzeugt, dass ich dich unterwerfen kann. Möchtest du mir hier irgendwas erzählen? Nee, gar nicht. Das ist, Nee, gar nicht. Na gut, hoffe ich doch. So. Oh, weil ich jetzt England erobert habe, habe ich ein Kriegsregiment Langbogenschützen bekommen. Wie cool, die sind viel besser als normale Bogenschützen. Ich hätte die normalen mal runter und weg. So, das brauchen wir auch. Und dann wollen wir als neues... Wir wollen alt werden dieses Mal. Wir wollen richtig, richtig alt werden. Ich bin jetzt ein Gelehrter und jetzt kümmere ich mich noch um die Medizin. Ich habe 34 Punkte in Bildung. Oioioi. Dankeschön, Chris, für den Raid. Bildung ist tatsächlich, das ist sehr nett. Vielen, vielen lieben Dank. Teilweise finde ich ein unterschätzter Skilltree. Der hat manchmal nicht ganz so offensichtliche, krasse Vorteile wie die anderen. Ja, aber der ist super strong. Dass du deutlich älter wirst damit. Ich bin ja eben diesmal auch auf Bildung gegangen. Mhm. Und dass du ständig einfach passiv so einen riesigen Frömmigkeitsüberschuss hast. Ist gerade als Katholik ist es ultra stark, weil du halt dauernd auch um Geld fordern kannst. So. Ich habe halt schon wieder 3000 Gold, ne? Also, und meine Stadt 3000. Ist halt. 3000, ich mache 31,5. Obwohl ich. Auch, aber ich habe keine 3000. Geil. Ich krieg so viel Geld die ganze Zeit. Also, es ist insane. Und ich kann aber nicht mal mehr weiter ausbauen. Also, ich bin nicht länger fettleibig, sehr schön. Ich kann nichts weiter. Also ich bin jetzt schon dabei, meine Städte, die unter Vasallen sind, auszubauen und meine zweite Provinz.
Weil ich einfach nicht, ich kann nichts mehr ausbauen bei meiner Hauptstadt. Ich will auf jeden Fall. Ah, jetzt habe ich mich verklickt. So. Oh nein, ein Sancho ist gestorben. Habe ich noch einen anderen Sancho, der. Ein Sancho ist gestorben. Hier, ja, Graf Sancho der Geringste. Er ist zwar richtig schlecht in dieser. Aber er ist immerhin ein Sancho. Wenn ihr zu wenig Einkünfte habt, unbedingt Gebäude ausbauen. Das unterschätzt man massiv. Aber der Gebäudeausbau ist das, was dir denn das Geld bringt. Ja. Das tut am Anfang weh finanziell, aber ist es auf jeden Fall worth it. Ist das ja, ultra strong. Genau, du musst da langfristig denken. Ich habe das am Anfang auch überhaupt nicht kapiert, weil ich denke, hä, gibst so viel Geld aus für irgendwie plus 0,5 höchstens oder sowas. Aber es rentiert sich über lange Sicht halt, weil du musst ja bedenken, dass du diese Dynastie über Generationen spielst. Und wenn du das halt machst, kannst du irgendwann sogar mit recht kleinen Gebieten massiv Geld verdienen. Ja. Weil die KI auch gar nicht so gut daran ist, das zu machen. Dass du teilweise dann selbst überrascht bist, so, warum bin ich denn so stark verglichen mit. Also wir hatten ja zum Beispiel Punkte, wo wir halb so groß waren, wie wir jetzt sind und trotzdem mächtiger als Franzien waren. Weil wir einfach gut ausgebaut hatten. Jawohl. Mein Chat sagt gerade, Maurice hat im Keller ein Sancho-Lager. Er kann viel Ersatz besorgen, falls mal einer ausfällt. Das bringt es durchaus gut auf den Punkt. Für wahr. Aber das brauche ich auch, wie wir gesehen haben. Ich habe ja auch schon, ich gebe und nehme, ich habe ja auch schon so manchen Sancho selbst gerichtet, als er meinen Ansprüchen an diesen edlen Namen nicht gerecht wurde. Ich gebe und nehme. Ja, ich gebe den Namen Sancho und wenn du ihm nicht gerecht wirst, nehme ich dir das Leben. Ich habe zu viele Königstitel. Mein kleinerer Sohn wird auch woanders untergebracht. Und dann schauen wir mal. Mein älterer Sohn Samuel ist jetzt auch Mönch geworden. Wir versuchen, unsere Erbfolge irgendwie hinzubekommen. Übrigens ist jetzt immerhin diese ehemalige Königin von England, Herzogin Uraka, ist jetzt auch eine mächtige Vasallin. Also das Leben war schon jetzt nicht ganz schlecht für sie. Du machst das, weil du ein schlechtes Gewissen hast gerade, oder? Ja, es könnte besser hätte auch besser für sie laufen können. Ich gebe es zu. Sie ist wirklich einfach so ein anständiger Mensch geworden. Das wäre eine absolut gerechtmäßige Königin und Erbin, auch für eine Gattin für meinen Sohn. Hätte alles super sein können. Stattdessen habe ich ihr das Leben zur Hölle gemacht. Aber ich hatte ja noble Beweggründe. Schaut euch König Sancho, den Rächer Gottes vom Protektorat an. Könnte er jemals irgendwie schlechte Beweggründe haben? Nein, finde ich auch nicht. Gut, dass wir uns da einig sind. Auf jeden Fall. So, jetzt nehmen wir noch Spanien vollständig ein, oder? Wie teilen wir das auf? Ich kann dir, ich muss nur kurz ein Schachspiel gewinnen. Und ich kann, wie gesagt, dem einen Typen hier unten die Unabhängigkeit geben, dass du da auch noch durch kannst, dass du nach unten noch kämpfen kannst. Diesem Herzog Muhammad hier. Welche Gebiete teilen wir denn wie auf? Das heißt, Baya kommt dann noch zu mir quasi? Genau. Ich würde mir noch Tula nehmen. Sag es in Herzogtümen.
in Herzogtümern hier, also was rechts bei mir direkt, Malagon. Ah, Tula möchtest du komplett fertig haben, ne? Genau, genau. Oh. Und ich habe prächtige Insignien gerade bekommen. Blaue, berühmte Insignien. Alter, ich bin so gestopft mit Sachen mittlerweile. Das ist absurd. Kannst du viele Sprachen? Nee, tatsächlich achte ich da überhaupt nicht drauf beim Spielen. Weil was brauche ich denn andere Kulturen, wenn sie doch einfach alle meine Autorität fürchten? Vielleicht hilft dir das, ein bisschen mehr Kultur zu verstehen. Abgenutztes Handbuch der Sprachen. Wow, was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen, Pia? Ich will dich unterstützen beim Sprachenlernen. Okay. Hallo, Sprill. Was mich daran erinnert. Soll ich meinem Sohn auch schon ein bisschen irgendwie Titel geben, dass der schon mal ein bisschen was anhäufen kann? Kann ich dem Königsreichstitel geben? Ich hab doch ein paar. Wahrscheinlich attackiert. Ne, es bringt gar nichts. Für den Handel wäre es doch förderlich, wenn es eine Landbrücke von Iberien nach England unter der gerechten Herrschaft von Sancho gäbe. Wer hat das gerade gesagt? Mein Chat will jetzt tatsächlich, dass ich eine blutige Schneise durch Franzien schlage hier, um eine Handelslandbrücke nach England zu errichten. Ich würd's lieben. Ihr Monster. Ich würd's lieben. Ich find's mega witzig. Ich find's großartig. Ja, ich meine, es wäre wahrlich das Reich ist viel zu klein. Ich meine, wie kriegen wir denn ganz Franzien? Ach, du willst ganz Franzien. Ich könnte auch eine Schneise durchschlagen, aber der einfachste Weg, eine Landbrücke zu errichten, wäre ja einfach, ich weiß nicht. Wie? Was sagt denn der Papst? Da ist meine Tante drin. Es geht sowieso nicht. Also wenn du dir Franzien holen möchtest, wenn das Ziel ist, dann möchte ich bitte Hispanien haben. Die Franzianer brauchen, glaube ich, Schutz. Aber nein, die Franzier haben uns ja tatsächlich nichts getan. Ich bin ja nicht sauer auf sie. Mein Typ kann ja nur angreifen, wo er legitimen Zorn hat. Und den hat er gerade tatsächlich gegen niemanden mehr, weil er wirklich alle, die ihn zornig gemacht haben, vernichtet oder in den Wahnsinn gefoltert. Er ist jetzt rundum zufrieden. Die Welt ist so geordnet, wie er sich das vorgestellt hat. Theoretisch gesehen könnte ich Portugal gründen. Weil du deine Gebiete eingegliedert hast. De jure technisch. Aha. Aber du darfst dafür kein König sein. Doch. Oh nein, darf ich nicht. Nee, das habe ich auch vorher schon geschaut. Hm.
Ich könnte theoretisch gesehen. Warum kann ich die spanischen Throne nicht vereinen? Das kann, glaube ich, keiner von uns, weil wir wahrscheinlich noch. Da muss man, glaube ich, mehr Gebiete haben. Also da musst du ja. Da müsstest du auch Aragorn, glaube ich, für haben. Also hier steht. Ich habe halt alle Haken. Ach so? Ich habe halt. Ah, ich darf keine hohe Lehnsautorität, keine absolute Lehnsautorität haben dafür. Aber da kannst du ja runtergehen. Ja, aber dann kann ich mein Erbschaftsding nicht mehr so leicht lösen. Ah, oh, ja, Pia, schwierig, ne? Aber was passiert, wenn du die spanischen Throne vereinst? Kriegst du dann vielleicht einen neuen Supertitel? Das ist ein Kaisertitel. Ja, dann ist doch aber die Erbschaft wiederum ganz gut gelöst, weil dein Haupttyp dann Kaiser wird. Ja, ich probiere das jetzt. Ich habe das Gesetz absolute Lehnautorität. Nee, damit bin ich ja runtergegangen gerade. Vielleicht dauert es noch kurz, bis er das erkennt. Nee, da stand aber auch hohe. Ja, ja. Da steht absolute oder hohe Lehnsautorität. Jetzt habe ich hohe Lehnsautorität. Aber er lässt es mich trotzdem nicht machen. Ich verstehe es nicht. Heißt. Du brauchst Tod oder ja, habe ich ja auch. Chat hat Quatsch geredet. Ich habe Chat vertraut. Ich kann nicht beide haben. Chat hat auf, jetzt zu labern. Ihr labert mir zu viel. Ihr labert vor allem Blödsinn. Ich bin kein Kaiser. Ich habe die Autorität jetzt gerade gesenkt und das hat mir nichts gebracht, außer dass ich Autorität gesenkt habe. Das ist unfassbar frustrierend. Das ist hart, ja. Chat, ich bin enttäuscht von euch. Ja, ich wurde gerade einfach mega hart reingetrickt. Ja. Ja, ich hab drauf gedrückt. Da steht, ihr erfüllt nicht alle Anforderungen. Schweinerei. Chat, schämt euch. Trug nennt man sowas. Ein guter Ritter. Haben wir nicht irgendeinen Höfling, den du heiraten kannst? Warum wird denn jetzt Männer angezeigt? Ich will, dass du eine weibliche Frau heiratest. Um an meinen Hof zu kommen. Ach du heilige Scheiße. Ja, ich habe jetzt einen neuen Titel. Galizien, wieder mal. Nee, ich bin jetzt König Flayn, der Vater Spaniens. Oh! Das funktioniert auch. Wobei ich König der Mode schon noch mal cooler fand. Ja, ja, war es auch. Ich habe auch gedacht, dass das ein Kaisertitel ist. Aber ich meine, dein Typ hat auch schon jetzt gut, muss man sagen, ein gutes Lebenswerk vollbracht. König Flayn, der Vater Spaniens von Mode. Bist du damit auch der Vater der spanischen Mode? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, aber ich brauche meine hohe absolute Lehns... Ah, die absolute Lehnsautorität ist jetzt auch wieder reingesprungen, automatisch, tatsächlich. Ah, das ist cool. Die ist jetzt wieder da, quasi. Das wirklich Positive daran ist, dass meine Erbschaftsgeschichte damit erledigt ist. Wie hat sich das jetzt erledigt? Dadurch? Weil jetzt mein ganzes Königreich, das ist großartig, mein ganzes Königreich, alles, was ich jetzt hatte, ist jetzt Galizien. Das ist jetzt ein Königstitel. Wir sind alle zu einem verbunden
Und dieser Königstitel ist jetzt quasi Spanien. Und das bedeutet, dass sich jetzt meine Erbschaften nicht mehr auseinanderreißen, weil das ein Königstitel ist. Sehr gut. Problem solved. Ja. So sind alle Probleme gelöst. Geil. Das ist absolut Weltklasse. Aber wir hätten vielleicht damit warten sollen, bis wir die ganzen unteren Gebiete noch einverleibt haben. Jetzt muss ich die alle manuell ins Digiré mit übertragen. Aber können wir auch machen. Der Modetitel verliert sich. Also ich könnte den Modetitel quasi wählen. Ich könnte sagen, dass der quasi nach einer Wahl entschieden wird. Aber ich will das eigentlich nicht einführen, weil ich habe Angst, dass der, dass damit irgendein Gebiet dann mit verlost wird. Mm. Das traue ich mich nicht. Der verliert sich dann einfach. Der ist riskant. Reißt ja wohl noch auseinander. Mode und Galizien sind immer noch zwei Titel. In Mode ist nichts drinnen, Adonius. Wenn ihr schon backseatet, dann bitte zumindest inhaltlich richtig. Chat hat gerade sehr viel Stress verursacht. Bitte hört auf damit. Man darf niemandem vertrauen. Das hat ja auch Sancho schon lange gelernt. Nicht mal dem eigenen Sohn. Erst recht nicht dem eigenen Chat. Niemandem. Niemandem. Ja, wollen wir jetzt Spanien noch final katholisch machen? Das wäre ja wichtig, ja, dass wir das mal abschließen hier. Ja, ich bin schon dabei. Hier, Tula Tula wird jetzt noch ins Protektorat geholt. Stückchenweise hier noch alles dazu packen. Ach, ist das passend. Mein ältester Sohn, der Mönch wurde, ist homosexuell geworden. Sehr gut. So. Aber da hat ja jetzt alles geklappt. Das ist ja großartig. Ich bin beruhigt, dass ich hier nochmal alles so abschließen konnte. Wie ist das jetzt mit Franzien? Ziehst du deine Schneise jetzt durch Franzien? Nee, nee, ich habe ja leider keinen Rollenspielgrund dafür. Leider. Was schade ist, ja. So. Bis wohin geht jetzt mein Reich? Also, was ist mit Algar da unten? Was möchtest du noch haben? Ballalala? Oder wie genau, wo sind denn deine Grenzen? Ich glaube, ich würde eigentlich nur noch da unten rechts Algarb nehmen. Und der Rest kann eigentlich zu dir. Wäre es nicht sinnvoller, wenn du Kurtura nimmst statt Algarb? Warte mal kurz. Weil dann ist das einfach das Herzogtum, das da geschlossen ist. Das stimmt. Nee, also Algarb ist ja auch rechts unten. Ah, nee, das ist zweimal. Das linke meine ich nicht, das ist rechts auch nochmal. Algarb gibt es zweimal? Ja, der ist irgendwie aufgeteilt. Das ist ein Reich, aber der hat links bisschen was und rechts bisschen was. Ach, das untere Ding. Okay, genau. Aber dann nimm dir Quotora auch noch dazu, dann ist das auch in einem abgeschlossen. Oh ja, das ist gut. Und ich mache hier noch, ich tue jetzt mal den Typ hier unabhängig machen. Der hier Unabhängigkeit gewähren. Ach nee, kann ich nicht. Warum nicht? Brauchst du nicht. Ich hab hier genug. Aber dann kommst du nicht mehr nach unten. Aber das brauchst du ja nicht mehr zu Sichil Masid, ne? Doch, den hole ich mir schon noch, aber das schaffe ich auch anders. Ja, gut, dann. Ich muss an denen nicht anliegen. Es geht nur darum, dass wir Spaniern jetzt endlich mal hier. Das ist in der Tat korrekt. Dass wir da stückchenweise das jetzt katholisch bekommen. Ja, das ist wahr. Hallo Ralf. Ich habe jetzt 4000 Gold. Cool.
willst du? Scheffelst, ey, nochmal, du scheffelst mehr Gold als die Sancho. Die Sancho-Dynastie ist ja aber auch von der Geldgier irgendwann abgewichen. Da bin ich mir auch, also die sind sich halt nicht treu geblieben. Die sind ja immer noch Demercado mit dem Motto, der Markt regelt das. Aber es gab dann wichtigere Anliegen als den Markt irgendwann. Ich bin nicht, also ich bin nicht irgendwie gierig. Meine Städte sind einfach nur mega krass ausgebaut. Mhm. Ja, das würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle. Das meine ich ernst. Wow. Ja, natürlich. Natürlich. Wow. Frech. Na komm. Auf von mir davon zu laufen. Meine Frau ist noch mal schwanger geworden gerade. So, und mein Kind hat Bretonisch gelernt. Großartig. So. Was ich eigentlich gerade machen wollte, ist viel wichtiger. Oh, wie wundervoll. Schön, ne, wenn man die Jagd nicht selber bezahlen muss. Einfach vor mir wegrennt. Hör auf, vor mir wegzurennen. Bleib da und ergib dich deinem Schicksal. Einen Aufwand, wieder einzufangen. So, kann ich noch irgendwas ausmachen? Ich kann nichts mehr ausbauen. Ich glaube, ich fange gleich an, aus Frust neue Städte zu bauen. Da kann ich nur eine Burg bauen. Meine Güte. Noch eine Burg bauen, könnte man eigentlich fast machen. Ein guter Punkt. Ich überlege auch gerade, ob ich das... Ob du das machst. Ja, ich glaube, ich mache das. So. Okay, jetzt will mich jemand in den Dienst des gehörnten Gottes bringen. Da ist noch ein Gebäude, das ich ausbauen kann. Großartig. In den Dienst des gehörnten Gottes? Ja. Wie darf ich das verstehen? Seid ihr bereit, die Wahrheit zu empfangen, Sancho, der Rächer Gottes. Der gehörnte Gott bietet euch einen Segen an. Öffnet ihr euch ihm? Ich meine, der gehörnte Gott. Ja, also werde ich halt Hexe. Ich muss ja ganz kurz was dingsen. Ah, Hexer. Oh. Ja. Ich habe bemerkt, dass mein Erzbischof unruhig auf und ab geht. Ganz was ist da los, frage ich. Es geht um Julienne Lehnsherr. Sie hat sich angewöhnt, des Morgens eine Säule im Hof des Palastes zu erklimmen und danach den ganzen Tag dort oben in stiller Versenkung zu verbringen. Sie verweigert jedwige Nahrung und auch jedes Wasser und ihre Antworten fallen recht spärlich aus, wenn man sie etwas fragt. Solchen ästhetischen Praktiken sind beliebe nichts Unbekanntes, doch einige Mitglieder eures Hofes fühlen sich dadurch gestört und sie haben mich darum gebeten, etwas dagegen zu tun. Das ist mein Erzeugniswart und die ist ziemlich krass, die ist auch eine Jungärztin.
Ich will die nicht wegschicken. Die ist krass. Die darf das machen. Die ist krass. Die will ich noch nicht loswerden. Die kann ich noch brauchen. Als Hofarzt oder anderes. Ich glaube, mein Charakter hat leider nicht wirklich rollenspielmäßig Grund, zur Hexe zu werden. Ich meine, er ist jetzt nicht der Megagläubigste, aber er hat gepilgert, er hat einen Kriegerorden gegründet, er hat viele Muslime hingeschlachtet. Warum sollte er jetzt sich dem gehörnten Gotte irgendwie verschreiben? Auch wenn es lustig gewesen wäre. Oh, die ehemalige Königin von England kommt an den Hof, um mir zu huldigen. Sehr gut. Die ist jetzt auch totaler Fan von mir. Plus 100 mag sie mich. Hat sich doch alles zum Guten gewandt, hier das Herzogtum von Essex. Da, schaut. Wir können jetzt sogar den Eid der wahren Freundschaft schwören. Oh Gott, ich habe zu viele Pop-Ups. Königin ist Ida. Königin Ida ist schwanger und zu mir gekommen, über andere Mütter in unseren Landen zu sprechen. Jene, die sich angesichts von Kriegen und Unglücken alleine um ihre Kinder kümmern müssen. Wir könnten eine Art Stiftung schaffen, Herr, um stillende Mütter zu bezahlen, die keinen anderen Lebensunterhalt haben. Schließlich ist das Aufziehen von Kindern eine ebenso harte wie lobenswerte Arbeit wie jede andere. Ach du Scheiße. 500 Gold. Okay. Ich liebe sie. Sie ist meine Frau. Wow, das klingt jetzt nicht nach Liebe, was du hier sagst, Pia. Ich habe gerade 500 Gold für irgendwelche Frauen in meinem Haus ausgegeben, weil meine Frau mich darum gebeten hat. Wenn das keine Liebe ist, weiß ich auch nicht weiter. Das stimmt, das stimmt. Aber dafür, dass mein Charakter keusch ist, hat er schon ziemlich viele Kinder bekommen. Wenn ich das mal so... Das Zölibat regelt, wenn du magst. Ja, das ist auch tatsächlich... das ist auch tatsächlich was, was ich bald auswählen kann, wenn ich das möchte. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ich noch ein Kind bekomme. Meine Frau ist jetzt 34 und wir haben 7 Kinder gemeinsam. Wir haben echt viele Kinder. Wir haben echt, echt viele Kinder. Den einen oder anderen werde ich noch wo wegschicken, quasi in Kriegerorden und so weiter. Und dann wird das schon... Es war schon gut, dass ich den Ältesten zu einem Mönch machen habe lassen. Ich hätte halt gerne einfach mehr Töchter bekommen. Aber ich habe halt einfach 1, 2, 3, 4, 5 Söhne und nur 2 Töchter. Könnte jetzt tatsächlich dieses Schitmasid-Ding einfach komplett übernehmen mit einem Religionskrieg. Es kostet mich nur 270 Glauben. Aber ich habe nicht wirklich einen Grund dazu. Das ist rollenspielmäßig Quatsch. Aber es ist interessant, dass es ginge. Dass man das da unten so kaufen kann, ne? Ich müsste es schon erobern, aber naja, es kostet halt sehr wenig Religion und es ist ein riesiges Ding. Ja. Also ich finde nicht, dass das nicht zu dir passt. Deine Dynastie ist von ihrer Beschreibung her gierig. Aber er ja nicht. Also sie müssen schon irgendwas tun, was meinen Zorn erweckt. Und sie sind muslimisch. Aber ich bin ja auch nicht sehr gläubig. Ich werde jetzt tatsächlich... Also, was ich dieser englischen Königin angetan habe, das plagt meinen Charakter im hohen Alter. Ich bin jetzt total nett zu der und tue ihre ganzen Vasallenbande auch noch alle voll runter. Und sie darf anderen Vasallen Kriege erklären... Wild. Und darf Befestigungen errichten und Münzen prägen. Ratsrecht ist das Einzige, was sie nicht bekommt, weil der Rat muss der Rat der Sanchos bleiben. Ich kann nicht so viel auf einmal machen. Okay, dann... Thank you.
Nee, Leute, ich bin kein gläubiger Eiferer. Das waren meine... Ich bin tapfer, zornig und eigenwillig. Ich bin kein sonderlich religiöser Fanatiker. Und die da unten haben nie irgendwas getan. Oh, da will jemand. Mein Neffe Sancho will das Königreich von Aragon. Er will eine Fraktion gründen. Ein Sancho wendet sich gegen mich. Wie kann das sein? Zum Glück bist du wenigstens nicht mein Erbe. Du bist nicht der wichtige Sancho. Aber du bist trotzdem ein Sancho. Hast du keine Anstand? Ich sag dir, ich glaube nicht, dass du in irgendeiner Weise irgendwas brauchst, um Kriege zu rechtfertigen. Es ist einfach, diese Gier ist in deiner Familie. Das ist überhaupt nicht wahr. Die Sanchos sind eine ehrbare Dynastie. Sind sie, aber gierig. Das ist in keinster Weise böse. Im Alter plagt mich immer noch, dass ich nie rausgefunden habe, wer meinen Vater umgebracht hat. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier nochmal Geheimnisse finde. Vielleicht war es hier jemand. Ist es inzwischen vielleicht schon irgendwie enthüllt worden? Mein Vater, mein guter Vater. Ist immer noch unter mysteriösen Umständen. Das ist so traurig. Das Geheimnis konnte nie gelöst. Ich würde echt, man könnte das zumindest hinterher irgendwie im Spiel durch irgendwelche Logs noch rausfinden. Dass du es als Spieler dann doch irgendwie, würde ich mich jetzt wirklich interessieren. Plagt es den Charakter, oder plagt es dich? Beide, Pia! Wir sind ein und die, wir sind eines Geistes, was das angeht. Ganz, ganz schlimm. Jetzt muss ich dieses ganze Gebiet hier hinbekommen. Dass das hier alles katholisch wird. Das wird so ein Riesenaufwand. Bringt treuherzig nochmal. Irgendwie die Tooltips wollen gerade nicht so, wie ich das will. Ah, ne, jetzt hier. Ja, Sancho muss lernen, dass man mir vertrauen kann. Absolut. Muss er das? Sancho, der Treue, ist jetzt treuherzig. Ich finde, das passt. So, ich habe da unten jetzt einfach lauter neue Gebiete erschlossen. Was? Ich bin nun übrigens der prächtigste Hof der Welt. Ich wollte es nur mal kurz. Hä? Du hast mich eingeholt? Kaiser Henri hat dich auch eingeholt. Hä? Wann ist das denn passiert? Das weiß ich nicht. Wie ist das passiert? Und ich wollte dir noch ein Artefakt schenken, um es weiter zu boosten. Ja, das ist nett von dir, aber ich brauche doch kein Artefakt aus dem drittschönsten Hof der Welt. Alter, wie schnell er hier arrogant geworden ist. Ja.
Ne, also. Warum spielt ihr immer so viel als Katholisch? Es macht doch viel mehr Spaß, wenn man es einfach hinkriegt, diesen Glauben zu bekämpfen und zu vernichten. Ich glaube, da kannst du bei Pia sehr glücklich werden, weil Pia hatte schon oft genug Runs, wo sie als Hexen-Wikinger-Fürstin den Papst stürzt. Und ich hatte auch schon einen, wo ich als jerusalemischer Tugendheld irgendwann einfach meinen eigenen Glauben ausgerufen habe. Also wir machen hier schon Vielfalt. Aber dieses Mal war es halt, hat der religiöse Eifer des Katholizismus hat uns gute Ausreden gegeben, die möglichst schlimme Dynastie zu gründen, was ja unser Ziel war. Das heißt, es kam uns sehr zu Pass und wir haben das schamlos ausgenutzt. Ich bin über der Domänenschwelle. Das will ich nicht. Und ich habe zu viele gehaltene Herzogtümer. Auch das will ich nicht. Eine Gier offenbar, Pia. Das ist keine Gier. Ich habe hier keine Gier. Nichts davon ist Gier. Der ist 8. Der ist 3. Was ist das denn für ein Typ? Guck mal dieses Grinsen an. Sehr verdächtig halte ich den. Oh, mein Sohn ist anscheinend ein Verführer geworden, während ich nicht hingeschaut habe. Sancho, der Unbesiegbare. Was? Die Bauern rebellieren? Das ist ja mal... Das ist ja schäbig. Jetzt gehen sie irgendwie aufs Meer, oder was? Was ist das denn für eine Bauernrevolte? Die wollen, wissen nicht ganz, was sie wollen, habe ich den Eindruck. Ich muss ja ganz kurz... Nein, ich will mit dir nicht schlafen. Ich liebe meine Frau. Der Deutschorden hat sich gerade noch eine Stadt geholt. Nicht Dämonenschwelle, Domänenschwelle. So, und jetzt werden wir zölibatär. Kann ich nicht, weil ich eine frohe Natur bin. Gut. Das so finde ich geil. Das finde ich geil. Dein Typ genießt das Leben einfach zu sehr. Ja. Das finde ich großartig. Ach, da läuft noch ein Befreiungskrieg, den ich gar nicht mitbekommen habe. Die stehen da einsam im Wald und versuchen, Sachen einzunehmen. Das ist mir nicht mal aufgefallen. Ich finde das nicht gut, dass ich nur noch den drittbesten Hof habe. Aber ich glaube, dein Hof bekommt ja auch Bonus, weil es ein Kaiserhof ist, ne? Kann sein, das weiß ich gar nicht. Ja, jetzt bin ich aber auch der Zweite. Ne, jetzt bist du wieder der Erste.
Hattest du ein Event? Ja, du hattest ein Event, das es hochgepusht hat, wahrscheinlich, ja. Und Kaiser Henri ist jetzt nur noch der dritte, der war ja auch gerade aber noch über dir. Ja, ich habe auch gerade ein paar Sachen geändert. Ich habe ein paar Artefakte, okay, die ich hatte, noch umgestellt. Ich habe noch ein paar bessere gehabt. Okay. Es war auch nichts Persönliches. Aber ich bin der König der Mode. Okay, ich muss jetzt hier wirklich mal... Ich mache jetzt die ehemalige Königin von England. Die ist gut geeignet dafür. Zu meiner Schwanenhüterin. Schwanenhüterin, was ist das denn? Ja, das ist ein Amt, das ich ihr geben kann. Das gibt Hofpracht. Okay. Jawohl. Die Schwanenhüterin. Keine guten Erzeugwarte. 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 Das ist etwas irritierend. Ich soll mehr Kirchen bauen. Okay. Dann werden wir wohl mehr Kirchen bauen. Ich darf keine Kirche bauen. Oh Gott, mein Sohn wird potenziell lustig. Gierig, lüstern oder gesellig? Wäre eigentlich mal wieder lustig, einen lüsternen Dude zu haben, ne? Und nachdem dein Typ gerade das Zölibat verweigert hat, passt das ja sogar. Passt das ja sogar. Aber er ist selbst keusch. Würde er seinen Sohn lüstern erziehen? Ja, er ist keusch und hat 7 Kinder. Ja. Zumal manchmal werden die Kinder ja auch aus Protest genau das Gegenteil von dem, das stimmt, was das die stimmt. Eltern wollen, oder? Also. Ja, während du das abwägst, gehe ich auf Klo und bin dann sehr gespannt, wie du dich entschieden hast. Nicht mal wieder. Bis gleich. Jawohl. Das wird halt so eine beschissene Kombi. Gerecht, ehrlich und lüstern. Das heißt, alle werden wissen, dass er Romanzen hat, ey. Scheiße, Mann.